Schau, dieses herrliche Violett. Das ist meine absolute Lieblingsfarbe. Ja. Na, ich mag ja eher grünliche Töne. Na, da kann ich nicht so mitreden. Wieso nicht? Tja, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Das war schon bei der Farbprüfung ein Problem. Ich kann beides nicht so richtig auseinanderhalten. Heißt das, für dich sieht der Wald auch rötlich aus? Also ich meine jetzt nicht nur im Herbst, sondern wenn er für mich voll grün aussieht. Naja, nicht ganz. Aber es ist eben schwierig zu beschreiben. Du müsstest das mit meinen Augen sehen. Tja, wenn das ginge. Aber ich kann ja nicht in deinen Kopf reinkriechen. Ich kann nur versuchen, mich da reinzudenken. Oder dich reinzufühlen. Wenn das ginge, dann würde ich deine Arme und Beine von innen fühlen. Dann würde ich bestimmt auch deine Stimme ganz anders hören. Bestimmt. In mir. Bestimmt. Und wenn ich mich richtig in dich einfühlen könnte, dann wüsste ich vielleicht auch endlich den Unterschied zwischen Rot und Grün. Das heißt, mit dem Verstand wissen tue ich es ja jetzt schon. Aber dann würde ich es auch richtig empfinden. Aber wir sind ja eben nicht dieselben. Darum geht das auch nicht. Vielleicht, wenn wir Zwillinge wären, dann ginge das ganz bestimmt viel einfacher. Am besten eineiig. Sind wir aber nicht. Das werden wir wohl auch nicht mehr werden. Jedenfalls nicht in diesem Leben. Zusammen mit dir. In einem Ei? Warum eigentlich nicht? Was machst du da?